Stimme und wir kommen zum Einzelplan 08. Als erstes hat die SPD-Fraktion das Wort, die Abgeordnete Gnadl. Bitte schön. Kann ich anfangen? Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Corona-Pandemie wirkt im sozialpolitischen Bereich wie ein Brennglas. Strukturen, die zuvor schon defizitär waren oder hart an ihrer Belastungsgrenze gearbeitet haben, sind in der Krise so unter Druck geraten, dass die Defizite noch deutlicher hervortreten und nicht mehr zu leugnen sind. Die Folgen der Corona-Pandemie sind spürbar, doch sie betreffen nicht alle gleich. Prekäre Beschäftigung, kein bezahlbarer Wohnraum, eine Flüchtlingsunterbringung ohne landesweite Standards, ein unterfinanzierter öffentlicher Gesundheitsdienst mit zu wenig Personal. Ich weiß gar nicht, was hier los ist in dem Raum, ob mir mal irgendjemand auch von den grünen Herren zuhören könnte, die sonst immer so empfindlich sind. Bitte schenken Sie der Rednerin die entsprechende Aufmerksamkeit, die sich gebührt, ja? Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich würde ja gern weiterreden, Herr Bellino, aber ich finde echt diese Unruhe schon unglaublich, dass man hier kaum noch zu Wort kommt, wenn man hier vorne am Pult steht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Prekäre Beschäftigung, kein bezahlbarer Wohnraum, eine Flüchtlingsunterbringung ohne landesweite Standards, ein unterfinanzierter öffentlicher Gesundheitsdienst mit zu wenig Personal, zu wenig Kapazitäten in Frauenhäusern, der Schuldnerberatung, der Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe, Personalnotstand in den Krankenhäusern, in der Altenpflege, in den Kitas, egal wo wir hinschauen, die Aufgaben der Daseinsvorsorge wurden jahrelang unterfinanziert. Die Krise hat die Versäumnisse dieser schwarz-grünen Landesregierung schonungslos offengelegt. Sie nehmen jetzt zwar über den Schattenhaushalt gigantische Summen in die Hand. Was aber fehlt, das sind die strukturellen Veränderungen. Die vermissen wir hier im Einzelplan 08, hier im Sozialhaushalt. In der Kinderbetreuung müssen wir endlich die richtigen Weichen stellen. Denn Kinder haben ein Recht auf frühkindliche Bildung und auf Teilhabe. Eltern haben ein Recht auf Betreuung. Und die Erzieherinnen und Erzieher haben ein Recht auf gute Arbeitsbedingungen. Und auch das wurde in dieser Krise jetzt noch einmal besonders deutlich. Es gibt keinen Personalpuffer in den Kitas. Gleichzeitig fallen mehr Erzieherinnen und Erzieher krankheitsbedingt oder aufgrund der Quarantänemaßnahmen aus. Und damit wird schon klar, die eh schon strapazierte und dünne Personaldecke, die führt jetzt dazu, dass vielerorts in den Städten und Gemeinden die Betreuungszeiten eingeschränkt werden. Und die berufstätigen Eltern müssen jetzt sehen, wie sie damit zurande kommen. Ich würde mich auch freuen, wenn auch auf der Bitte auf der Regierungsbank keine Zwiegespräche. Die schlechten Rahmenbedingungen fallen uns einfach auf die Füße. Eine Kita-Leiterin hat geschildert, das war schon vor Corona hart, aber jetzt ist es richtig schlimm. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, investieren Sie in gute Arbeits- und in gute Ausbildungsbedingungen für die Kinderbetreuung und schaffen Sie endlich das unsägliche Schulgeld ab. Leiten Sie strukturelle Veränderungen ein in der Kinderbetreuungsfinanzierung. Erhöhen Sie deutlich die Betriebskostenzuschüsse für die Städte und Gemeinden und lassen Sie Ihre schwarz-grünen Taschenspielertricks, wo Sie das Geld wieder von den Kommunen nehmen, um dann was im Kita-Bereich zu finanzieren. Somit kommen wir nicht weiter. Wir brauchen die strukturellen Veränderungen. Wir brauchen eine ordentliche Betriebskostenfinanzierung seitens des Landes aus originären Landesmitteln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das Gleiche gilt auch bei dem Investitionsstau für den Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Nancy Faeser hat es noch einmal deutlich gemacht. 1 Milliarde Euro Defizit bei den
Investitionen in den Ausbau der Kinderbetreuung. Was machen Sie? Sie lösen diesen Investitionsstau nicht auf. Das ist ein Offenbarungseid. Marius Weiß hat es heute schon mal hier von dieser Stelle gesagt, dass Sie sich noch nicht mal für die genauen Zahlen interessieren, wie viele Investitionen in den Ausbau der Kinderbetreuung überhaupt notwendig sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und bei der Gebührenbefreiung schreiten Sie auch nicht weiter voran. Es bleibt bei dem Stückwerk der 6 Stunden ab dem 3. Lebensjahr. Darüber kommen Sie nicht hinaus. Und über Monate war jetzt auch in den vergangenen Monaten unklar, ob die Eltern und die Träger das Geld für die Zeiten, die im Lockdown ausgefallen sind, bezahlt bekommen. Das alles hätten wir uns sparen können, wenn wir in den Bereich der Gebührenbefreiung schon in den vergangenen Jahren so investiert hätten, dass wir tatsächlich Bildung auch in Hessen gebührenfrei, genauso wie in anderen Bundesländern, anbieten, und zwar auch in der frühkindlichen Bildung. Ich möchte zu dem zweiten großen Themenkomplex kommen, in der auch in dieser Corona-Krise noch einmal deutlich offengelegt wird, wo die Versäumnisse der Vergangenheit dieser schwarz-grünen Landesregierung sind. Und da bleiben Sie auch sich in Ihrer unseligen 20-jährigen Tradition treu. Sie investieren nicht mehr in die Krankenhäuser, obwohl Sie gesetzlich nach der Krankenhausplanung dazu verpflichtet sind. Es bleibt dabei, dass nur 18,4% durch das Land getragen wird. Sie erhöhen nicht strukturell diese Krankenhausinvestitionskosten, und damit sparen Sie weiter in einem so eklatant wichtigen Bereich. Und das haben wir jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, wie wichtig dieser Bereich ist. Aber das scheint Sie nicht zu interessieren. Sie nehmen Ihre Verantwortung für unser Gesundheitssystem nicht ausreichend wahr und investieren nicht bedarfsgerecht in eine optimale medizinische Versorgung für die Menschen in unserem Land. Schaffen Sie endlich die Rahmenbedingungen in der Pflege, damit das Personal auch lange und gerne im Beruf verbleibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Cousorgen-Lesung hat sich gezeigt, dass gerade in dem so wichtigen Einzelplan auch unfassbar viele Mittel als Platzhalter eingestellt sind, ohne dass sie die konkreten Inhalte liefern. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist schlicht und ergreifend unverantwortlich, was Sie hier machen. Selbst wenn Projekte benannt werden, legen Sie keine Konzepte für die Umsetzung vor. Ich will mal ein Beispiel nennen, Teilhabekarte. Seit Jahren nichts passiert, diesmal wieder nichts passiert. Geburtshilfe, da sind Sie nicht weitergekommen. Das sind reine Plangrößen, die Sie hier in den Landeshaushalt reinschreiben, aber die substanzlos bleiben, weil Sie keine Konzepte vorlegen. Bestes Beispiel dafür auch das Thema Landarztquote. Ich bin sehr gespannt, ob Sie unserem Gesetzentwurf morgen zustimmen werden. Wir haben ja als SPD-Fraktion einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Landarztquote eingebracht. Denn uns als SPD-Fraktion sind gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land wichtig. Wir wollen, dass die Menschen in Hessen überall einen guten Zugang auch zur hausärztlichen Versorgung haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Versorgung mit Hausärzten ist im Bundesvergleich in Hessen mit am schlechtesten. Deswegen brauchen wir die Einführung der Landarztquote und nicht nur einen Haushaltsposten. Wir brauchen auch einen Gesetzentwurf hier im Landtag, dem der Hessische Landtag zustimmt, damit wir bei diesem Thema endlich vorankommen. Aber dazu haben Sie ja morgen dann die Gelegenheit, dem zuzustimmen. Oder auch das Thema Gehörlosengeld. Da kann man sich nur verwundert wirklich die Augen reiben. Jahrelang haben wir das als SPD-Fraktion gefordert. Wir haben Anträge eingebracht. Wir haben auch Gesetzentwürfe eingebracht, zum Beispiel im Bereich des Taubblindengeldes. Und das haben Sie jahrelang abgelehnt. Beim Taubblindengeld hieß es von Ihrer Seite, das geht nicht so schnell. Dazu müssen wir erst mal
in die Ausbildung der taubblinden Assistentinnen und Assistenten investieren. Und umso verwunderlicher, meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich jetzt bei der kursorischen Lesung nachfragte, ob denn beim Gehörlosengeld auch die Ausbildung der taubblinden Assistenz mitgedacht war, wurde das mit einem klaren Nein beantwortet. Das ist nicht darin enthalten. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir hoffen sehr für die Betroffenen, dass es endlich auch in Hessen ein Gehörlosengeld geben wird. Das ist längst überfällig aus unserer Sicht. Und belassen Sie es nicht bei einem Platzhalter im Landeshaushalt. Ich will ein Beispiel herausgreifen aus der Frauenpolitik. Im Bereich des Gewaltschutzes von Frauen orientiert sich Schwarz-Grün bei den Mehrausgaben im Bereich der baulichen Investitionen für die Frauenhäuser am Bundesprogramm. Das wird mit kofinanziert. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es dieses Bundesprogramm gibt, damit sich auch in diesem Bereich beim Ausbau der Frauenhäuser in Hessen was bewegt. Aber das Land müsste hier dringend mit einem eigenen Programm, vor allen Dingen für die Stärkung des Personals, für den Bereich der Prävention investieren, um Gewalt an Frauen und Kindern wirkungsvoll zu verhindern und vor allen Dingen die Istanbul-Konvention, der wir uns als Deutschland verpflichtet haben, hier auch in Hessen endlich umzusetzen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, um die Anforderungen der Istanbul-Konvention zu erfüllen, braucht Hessen rund 300 zusätzliche Familienzimmer in Frauenhäusern. Und zwar nicht nur baulicher Natur, sondern wir brauchen dann auch mehr Personal, wenn wir mehr Plätze in diesem Bereich schaffen müssen. Und die Situation war schon vor Corona in diesem Bereich alarmierend. Im Jahr 2018 haben die Frauenhäuser 2.798 Frauen und deren Kinder wegen Platzmangels abweisen müssen. Das ist unerträglich. Das darf nicht weiter sein. Deswegen erwarten wir hier auch mehr als das, was Sie uns mit diesem Landeshaushalt vorgelegt haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Bereich des Kinderschutzes und der Kinderrechte setzen Sie auf das Thema als Jahr der Kinderrechte. Und auch da erwarten wir, dass Sie das Thema nicht nur PR-mäßig besetzen, sondern dass Sie das auch mit Inhalten füllen. Das Amt der Kinder- und Jugendrechtsbeauftragten wurde lange nicht besetzt, bis Sie jetzt endlich eingesehen haben, dass man eine solche Stelle eben nicht nur ehrenamtlich ausfüllen kann. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, was für uns nicht nachvollziehbar ist, ist Ihre Haltung zur Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte. Dazu findet sich nichts im Haushaltsplan, obwohl der Bundesgesetzgeber das Thema in der SGB-VIII-Reform aufgenommen hat. Warum finanzieren Sie nicht endlich die unabhängige Stelle, deren Finanzierung durch die Aktion Mensch im nächsten Jahr ausläuft und die in den letzten Jahren hervorragende ombudschaftliche Arbeit für Kinder und Jugendliche geleistet hat, meine sehr verehrten Damen und Herren? Zum Bereich der Ausbildung haben meine Kollegen im Wirtschaftsbereich, Tobias Eckert, schon heute einiges gesagt. Deswegen möchte ich das an dieser Stelle nicht wiederholen. Im Bereich der Flüchtlinge haben wir unseren Gesetzentwurf vorgelegt, zusammen mit der Fraktion der Linke, für Standards bei der Flüchtlingsaufnahme. Die sind aus unserer Sicht längst überfällig, und auch das vermissen wir in diesem Landeshaushalt. Abschließend kann ich für meine Fraktion sagen, erkennen Sie die Zeichen dieser Zeit. Schauen Sie sich die Problemlagen genau an. Die Corona-Pandemie führt es uns deutlich vor Augen, was in den vergangenen Jahren durch Ihre schwarz-grüne Landesregierung versäumt wurde. Stellen Sie jetzt die Zeichen vor allen Dingen für strukturelle Veränderungen, damit Hessen gestärkt aus dieser Krise hinauskommt. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Ravensburg das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Sozialhaushalt 2021 ist, wie viele Kollegen von Ihren Einzelplänen auch schon berichtet haben, kein gewöhnlicher Einzelplan, sondern er ist eingebettet in die finanziellen Notwendigkeiten der Pandemie. Auch wenn die finanziellen Hilfen klugerweise im Sondervermögen veranschlagt sind, so ist von der Pandemie das gesamte Sozialwesen betroffen, der Gesundheitssektor genauso wie die Altenpflege, die Kitas, die Frauenhäuser, die Beratungsstellen, um nur einige Beispiele zu nennen. Und natürlich hat das auch gravierende Auswirkungen auf die Arbeit im Sozialministerium. Jeden Tag neue Aufgaben, Geplantes musste verschoben werden, wie zum Beispiel das Jahr der Kinderrechte 2020. Aber die Kinder- und Jugendrechte, um damit anzufangen, sind uns sehr wichtig. Deshalb verstärken wir den Aufgabenbereich der Hessischen Kinder- und Jugendrechtsbeauftragten mit einer Vollzeitstelle im Stellenplan 2021. Mit Frau Miriam Zelicke. Mit ihr haben wir jetzt eine sehr kompetente Beauftragte für diese wichtige Position gewonnen. Und mit einem wirklich spannenden Programm wird das jetzt gestartete Jahr der Kinderrechte zu einem wichtigen Schwerpunkt der hessischen Kinder- und Jugendpolitik 2021 werden. Ganz besonders freuen wir Christdemokraten uns, dass wir jetzt die finanziellen Grundlagen für zwei ganz wichtige Projekte schaffen. Zum einen werden wir die Landarztquote nicht nur im Haushalt für Wissenschaft und Kunst und Soziales verankern, sondern wir werden auch zeitnah einen Gesetzesentwurf einbringen. Wir betten die Landarztquote in unsere Maßnahmen zur Verbesserung der medizinischen Sorgen im Hessischen Gesundheitspakt 3.0 ein. 3,4 Millionen Euro zusätzlich sind zur Fortsetzung der Projekte wie Gemeindeschwester, der Gesundheitszentren für die geförderten Famuli oder die Qualifizierung der medizinischen Fachangestellten vorgesehen. Diese wichtigen Maßnahmen erweitern wir und wir ergänzen sie um die Landarztquote im Medizinstudium. Und wir sorgen ebenso, dass wir auch mehr Ärzte für das öffentliche Gesundheitswesen bekommen werden. Junge Menschen, die Interesse am Landarztberuf haben, wollen wir eine Chance geben, Medizin zu studieren, auch ohne herausragende Noten, aber dafür mit hoher Motivation und Empathie, mit der sie sich um die Menschen im ländlichen Raum kümmern wollen. Der zweite neue Schwerpunkt, den ich für sehr wichtig halte, ist eben die Einführung des Gehörlosen- und Taubblindengeldes. Wir haben es gerade gehört. Die bereits im kommenden Jahr verankerten 6 Millionen Euro sind von immenser Bedeutung für die Betroffenen nicht nur deshalb, weil sie damit technische Unterstützung beispielsweise einkaufen können, sondern weil wir damit ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für die Betroffenen setzen wollen. Meine Damen und Herren, die Pandemie hat uns die große Bedeutung des Gesundheitswesens und der sozialen Infrastruktur vor Augen geschult. Das ist nicht nur bei der Kinderbetreuung, aber auch gerade bei ihr zu bemerken. Und das Wort systemrelevant hat das Frühjahr ja geprägt. Unser Sozialhaushalt 2021 trägt dem Rechnung. Beispielhaft will ich die Förderung der Investitionen in die Kindertagesstätten nennen. Ja, neue Kindertagesplätze sind nicht nur deshalb wichtig, weil die Kommunen den Rechtsanspruch der Eltern erfüllen müssen und berufstätige Eltern eine Betreuungssicherheit brauchen. Nein, die Kinderbetreuung sichert auch die Entwicklungschancen unserer Kinder ab, auch für die, deren Eltern die Unterstützung allein nicht erbringen können. Das soziale Lernen, das qualitativ hochwertige Bildungsangebot oder aber auch die Kinder stark zu machen für mehr Kinderschutz, all das leisten unsere Erzieherinnen und Erzieher jeden Tag, und wir danken Ihnen sehr dafür. Im Sozialhaushalt sind für 2021 50 Millionen € für den Kita-Ausbau veranschlagt. Zusammen mit den bereits
in 20 verankerten 92 Millionen und den noch weiterhin angekündigten 27 Millionen aus dem Sondervermögen fördert Hessen den Kita-Ausbau mit zusätzlichen 169 Millionen Euro. Und dazu kommen auch die Bundesmittel. Und diese Fördermittel werden wesentlich dazu beitragen, dass wir die Kommunen und Kindertagesstättenträger unterstützen können, damit flächendeckend ein gewaltiges Kindertagesstättenbau- und Sanierungsprogramm gestartet werden kann. Und was erzählen Sie denn eigentlich, Frau Gnadl? Unsere Bürgermeister, mit denen wir gesprochen haben, die sind sehr froh, dass diese Mittel jetzt kommen. Sie müssen jetzt starten, sie müssen Aufträge vergeben können. Und sie brauchen auch Unternehmen, die das ausführen. Aber neue Kindergruppen schaffen ohne Personal, das wissen auch wir, das geht eben nicht. Deshalb werden wir auch in 2021 600 praxisintegrierte vergütete Ausbildungsplätze in den Kitas finanzieren, um neue Fachkräfte zu gewinnen und das zusätzlich zu den Ausbildungsstellen, die wir an den Schulen haben. Und es geht uns um die Gesundheitsfachberufe, um die Physiotherapeuten, die Logopäden oder auch die Ergotherapeuten. Seit 1.8. dieses Jahres konnten wir die Ungerechtigkeit beseitigen, dass die Auszubildenden beim Schulbesuch auch noch Schulgeld zahlen mussten. In 2021 sind die Schulgelder erstmals ganzjährig im Landeshaushalt enthalten. Besonders wichtig ist uns auch die Gewinnung und Ausbildung der Pflegekräfte. Wir finanzieren die Ausbildung an den alten Pflegeschulen mit über den Fonds und finden, dass die neue generalistische Ausbildung unseren zukünftigen Pflegefachkräften ermöglicht, Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen der Pflege zu sammeln. Das ist wichtig, so finden wir, denn die Aufgaben der Altenpflege und der Krankenpflege werden künftig immer weiter miteinander verschmelzen. Und das wertet dann auch die Altenpflege auf. Das ist notwendig und das ist richtig. Das zeigt uns die Pandemie tagtäglich. Wir erleben, mit welch unglaublichem Einsatz die Pflegekräfte sich auch unter Eingehen eigener persönlicher Risiken um die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeeinrichtungen und in der ambulanten Pflege kümmern, aber auch die Patienten in den Krankenhäusern pflegen und sie nicht im Stich lassen. Danke an alle Kräfte im Pflege- und Gesundheitswesen, ob im stationären oder ambulanten Bereich. Denn Sie verdienen für wahr unsere Unterstützung, und zwar auch eine finanzielle. Mit der Aufstockung des Pflegebonus aus dem Sondervermögen setzen wir ein deutliches Zeichen der Wertschätzung und der Dankbarkeit. Wir haben uns auch vorgenommen, die Situation der hessischen Hebammen zu verbessern. 1,7 Millionen Euro sind im Sozialhaushalt für die Verbesserung der Situation der Hebammen vorgesehen. Welche Maßnahmen damit wir umsetzen, das machen wir eben abhängig von den Ergebnissen des Runden Tisches Hebammen. Dort sitzen alle Expertinnen und Experten. Und wir finden es völlig richtig, dass nicht wir bestimmen, was wir machen, sondern dass wir gemeinsam mit Ihnen die besten Wege und Einsatzmöglichkeiten finden, damit das Geld, was wir einsetzen wollen, auch da ankommt, wo es hingehört, und die Hebammen unterstützt werden. Meine Damen und Herren, der Sozialhaushalt 2021 ist geprägt von der Pandemie. So habe ich meine Ausführungen begonnen, und so schließe ich auch. Das Sozialbudget steht auch in dieser schwierigen Zeit für eine verlässliche Sozialpolitik. So ist es ein gutes Signal, dass wir das Sozialbudget um weitere 3 Millionen € aufstocken. Ich halte deshalb fest, wir halten das, was wir im Koalitionsvertrag versprochen haben, und setzen im Haushalt 2021 konsequent unsere Ziele um. Doch wir schaffen gleichzeitig auch alle Voraussetzungen, um die wichtigen Aufgaben, die die Pandemie mit sich bringt, zusätzlich zu erfüllen. Deshalb gilt mein Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien, in den Regierungspräsidien und überall an den vielen Stellen im Lande Hessen, die sich mit großem Engagement einsetzen, um die Krise zu bewältigen. Herzlichen Dank. Für die AfD erteile ich nun Herrn Richter das Wort.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im vergangenen Jahr hatten wir im Teilhaushalt 8 eine Vielzahl an Anträgen, die in erheblicher Form Kosten im sozialen Bereich eingespart hätten. Und genau an diesem Punkt setzen wir auch im Jahr 2020 an, allerdings vielen Dank, mit Umschichtungen der finanziellen Zuwendungen, sodass förderfähige Maßnahmen mit höheren Summen betrachtet werden können. Insgesamt sparen wir als Alternative für Deutschland in diesem Teilhaushalt, man höre und staune, 253 Millionen Euro ein, bei einem Aufstockungsbetrag von dann 10,5 Millionen, also 240 Millionen roundabout. Wir bieten so eine Möglichkeit, den Landeshaushalt ein Stück weiter zu konsolidieren und handeln umfassend im Sinne der hessischen Bürger. Herr Bocklet, bleiben Sie doch ruhig, ich habe gerade erst angefangen. In einigen Förderprodukten unseres Teilhaushaltes sind in nicht unerheblichem Maße Gelder veranschlagt, die Personen zugutekommen, die hier bei uns in Deutschland kein dauerhaftes Bleiberecht haben. In großem Maße betrifft dies insbesondere die Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz, bei denen wir 130 Millionen Euro einsparen möchten. Es muss hier klar werden, dass entscheidend für die Zukunft das Bleiberecht sein muss und wir entsprechend konsequent handeln. Denn nur so können über die Hälfte der Kosten eingespart werden. Wie das funktioniert, hat heute Morgen der Kollege Herrmann gesagt. Einen Teil der hier eingesparten Gelder haben wir in die Anhebung der Entschädigungsleistungen für Verfolgte des SED-Regimes gepackt. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Opfer des SED-Regimes weiterhin nicht unerhebliche Probleme haben, überhaupt finanzielle Mittel zu erhalten, während leider Gottes viele Täter genau diese Probleme nicht haben. Und das halten wir, die Alternative für Deutschland, für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Wir möchten diesen Bereich um 3,2 Millionen Euro auf 7,8 Millionen Euro aufstocken. Und mir ist klar, dass Linksaußen da ein wenig aufschreit. Aber bitte denken Sie daran, die Opfer des SED-Regimes bekommen teilweise keine Renten, währenddessen die Täter teilweise in der Politik angestellt sind. Selbstverständlich ist es gerade in der heutigen Zeit wichtig, die Menschen in unserem Land zu sensibilisieren, dass die DDR-Diktatur Menschen erhebliches Leid angetan hat und es immer noch Politiker in unserem Land gibt, die sich nicht dazu aufraffen können, die DDR zumindest als Unrechtsstaat zu bezeichnen. Wir würden hier durchaus auch einen Antrag anderer Parteien befürworten, die 3,2 Millionen, die wir mehr veranschlagt haben, als zu geringfügig ansehen. Wie im vergangenen Jahr auch, sehen wir wiederum die Kosten für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche also um ein Vielfaches zu hoch an und senken diese um 85,5 Millionen Euro von 170 Millionen Euro auf die Hälfte ab. Die hohe Summe von rund 100.000 Euro im Jahr pro unbegleiteten ausländischen Kind oder Jugendlichen ist dem Steuerzahler so schlicht nicht zu vermitteln und liegt auch weit vor den Ausgaben anderer Bundesländer in diesem Bereich. Bei Leistungen zur Bekämpfung geschlechterspezifischer Gewalt unterdessen möchten wir eine erhebliche Aufstockung der Gelder, folgerichtig zu unserem Antrag, den wir zuletzt gestellt hatten. Und hier wundern wir uns als Alternative für Deutschland schon sehr, dass man nur 1,26 Millionen Euro seitens der Landesregierung zur Verfügung gestellt hatte. Da es hier insbesondere um den Schutz vor Gewalt von Frauen und Kindern geht, möchten wir um 1,2 Millionen Euro auf runde 2,5 Millionen Euro aufstocken. Und auch hier wären wir bei einem Antrag, der höhere Gelder bewilligt, durchaus nicht abgeneigt zuzustimmen. Ebenso verfahren wir bei den Leistungen zur Konsolidierung kommunaler Haushalte, Aufbau von Schutzeinrichtungen für von Gewalt betroffenen Frauen. Hier möchten wir eine Aufstockung von 2,4 Millionen Euro auf insgesamt 25,8 Millionen Euro, um insbesondere für von Gewalt betroffene Frauen und Männer mehr zu helfen und damit auch Frauenhäuser finanziell stärker zu unterstützen. Die nächste Aufstockung betrifft dann die Leistungen zugunsten von Behindertenverbänden. Wir möchten diese Leistungen um 122.000 Euro auf dann 474.000 Euro erhöhen, denn wir wollen zum einen Finanzierungsengpässe vermeiden und zum anderen dem Bedeutungszuwachs der Behindertenverbände in ihrer Tätigkeit während der Pandemie Rechnung tragen. Auch bei den Leistungen zugunsten der assistierten Reproduktion erkennen wir die nicht unerheblichen Probleme der betroffenen Menschen in diesem Bereich an und wünschen explizit eine Stärkung der Familiengründung, erhöhen somit den Betrag von 6,8 Millionen Euro um 1,2 Millionen Euro auf glatte 8 Millionen Euro. Die Aufstockung hier soll zu einer möglichst vollständigen Kostenübernahme verwendet werden. Weitere Aufstockungen
finden sich bei Leistungen für Gewaltopfer angesichts der Intensität und Zunahme von Gewalt in unserer Gesellschaft ein sehr wichtiger Punkt. Wir möchten hier die veranschlagten 375.000 € auf 750.000 € verdoppeln. Der nächste große Posten, in dem wir wiederum Einsparungen sehen, sind die Leistungen zur Förderung von Integrationsmaßnahmen für in Hessen lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere Neuzugewanderten. Hier senken wir die bestehenden 27,187 Millionen um 16,3 Millionen auf 10,8 Millionen € ab. Wie auch bei den anderen Positionen in diesem Bereich konzentrieren wir uns auf die Personen, die ein Bleiberecht in Deutschland haben. Und wenn der Bürger nun ein wenig auf die Kostenverteilung der einzelnen Positionen, es geht nicht um Stolz, es geht das, was man dem Steuerzahler zumuten muss. Andere Leute müssen für das Geld hart arbeiten, Herr Bockler. Vielleicht sollten Sie darüber nachdenken. Und wenn der Bürger nun ein wenig auf die Kostenverteilung der einzelnen Positionen geachtet hat, die ich hier verlesen habe, dann ist auffällig, dass für wichtige soziale Projekte, die den Schwächsten unserer Gesellschaft zugutekommen, eher nur kleinere Summen zur Verfügung stehen. Und das muss auch dieser Landesregierung wirklich mal zu denken geben. Dies nur am Rande angemerkt. Streichen wir die Leistungen für den sogenannten Aktionsplan Akzeptanz und Vielfalt in Gänze. Während man im hessischen Landeshaushalt bei Leistungen für Gewaltopfer nur 375.000 €, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, für Gewaltopfer werden nur 375.000 € veranschlagt hat, ist dieselbe Landesregierung immerhin bereit, 920.000 € für eben diesen Aktionsplan Akzeptanz und Vielfalt zur Verfügung zu stellen. Ein jeder Bürger mag sich vor Augen halten, wo hier die tatsächlichen Prioritäten der Politik in unserem Land liegen, jedenfalls definitiv nicht bei den Gewaltopfern. Opfer haben in Hessen scheinbar nur eine untergeordnete Lobby. Genau hier kommen wir nun zu der Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und Integration. Immerhin mit 7 Millionen € veranschlagt, möchten wir diese um 4,2 Millionen € kürzen. Es ist wirklich nicht mehr vermittelbar, mit welchen Summen eine klar ideologisch geprägte Politik in unserem Land von der hessischen Landesregierung unterstützt wird. Und das setzt sich bei dem Angebot für junge Flüchtlinge mit multiplen Problemlagen, sozialer Benachteiligung, individueller Beeinträchtigung, fehlender Berufsorientierung bzw. Berufsreife, bislang noch nicht ausgeschöpften Potenzialen und hohem sozialpädagogischen Förderbedarf fort. Hier wurden 52 Millionen € seitens der Landesregierung veranschlagt. Wir senken diese um 10 Millionen € und stellen klar, dass wir hier noch sehr verhalten agieren, da wir die Realität in unserem Land nur zu gut kennen. Wäre aber alles so, wirklich alles so in Butter, wie es uns die Politik seit Jahren glauben machen möchte, dürften diese 52 Millionen € im Landeshaushalt eigentlich gar nicht auftauchen. Es dürfte sie nicht geben. Allein dieses Produkt zeigt deutlich auf, in welcher Form in unserem Land die drängendsten Probleme gelöst werden, nämlich mit Geld, anstatt die Wurzel, also die Ursachen, zu benennen und damit dann auch zu lösen. Nun schwenke ich auf einen Antrag um, den wir bereits im letzten Jahr geschrieben hatten und der sich nun erneut stellt, nämlich die Streichung der Mittel für die Gewährung von Hygieneartikeln und Verhütungsmitteln, dass man auch den Regelsatz und oder den Mehrbedarf von erwerbsfähigen behinderten Menschen erhöhen könnte, scheint bis heute noch nicht im Sozialministerium angekommen zu sein. Und so streichen wir diese 130.000 € wie im letzten Jahr schlicht und einfach. Ebenso wie die Mittel unter der Bezeichnung Antidiskriminierung in Höhe von 1,2 Millionen, die im Prinzip bereits durch eine Vielzahl anderer Förderprodukte abgedeckt sind. Abschließend merken wir an, dass bei konsequenter Politik, wirklich konsequenter Politik, gerade im Bereich der Migration erhebliche Kosten in unserem Landeshaushalt vermieden werden können und wir dadurch für andere Projekte Gelder freisetzen, die auch über unseren Teilhaushalt hinaus, z.B. im Inneren und der Bildung, sinnvoller eingesetzt werden können. Wir als Alternative für Deutschland kommen somit unserer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe nach, durch eine ideologiefreie Politik den hessischen Bürger zu entlasten. Das ist ideologiefrei. Wir stellen für die Menschen, die ein Bleiberecht haben, genügend Geld zur Verfügung. Und für die Menschen, die kein Bleiberecht haben, sieht das halt ein bisschen anders aus. Entschuldigung, da hat ja heute Morgen der Kollege Klaus Herrmann genug zu gesagt. Und das sind, auch wenn Sie das nicht mögen, das sind legitime politische Forderungen. Und der Bürger kann sich dann entscheiden, welche politischen Forderungen er wählt. Das ist völlig ideologiefrei. Sie betreiben Ideologie, indem Sie Ihre Politik als die einzig wahre Politik darstellen. Das tue ich nicht.
Bei uns hat der Bürger eine Wahl. Ich sage hier offen und ehrlich für die Alternative für Deutschland, wo wir im Haushalt einsparen. Da können wir voll kritisieren, das steht Ihnen frei. Sie können auch wieder demonstrieren gehen bei unseren Veranstaltungen, können Sie alles machen. Aber wir sind ehrlich, wir sagen, wie es ist. Und wenn das andere nicht mehr wählen möchten, dann werden wir halt nicht gewählt. Und wenn Sie es genauso ehrlich machen, dann hat der Bürger die Wahl. Das nennt sich bei uns im Land zufälligerweise Demokratie und nicht Ideologie. Wir lehnen diesen Teilhaushalt somit ab. Dankeschön. Als nächstes erteile ich Herrn Bocklet von Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Wir müssen das Rednerpult noch desinfizieren. Danke. So. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu dem letzten Redebeitrag, der völlig ideologiefrei war, aber in der Sache so derartig radikal, dass es eine direkte Attacke war auf das Zusammenleben in dieser Gesellschaft. Wer die Integrationsleistung, Integrationsmaßnahmen einschränken will, kürzen will, wer die Rechtsansprüche von Menschen, die hier leben, die aus geflohen sind zu uns oder die hier einen Anspruch auf Aufenthalt haben, diesen einfach auf null kürzen will. Sie haben 160 Millionen Kürzungsvorschlag gemacht. Sie können das Asylbewerberleistungsgesetz, die Ausgaben, die da vorgesehen sind, nicht einfach nullen. Das ist ein Rechtsstaat, da gibt es Rechtsansprüche drauf. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wer also Integrationsmaßnahmen nullen will, wer diese Maßnahmen, Programme für die Menschen, die für den sozialen Zusammenhalt und für das friedliche Zusammenhalt dieser Menschen anderer Kulturen sorgen will, das ist eine Attacke auf das soziale Zusammenleben in diesem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber die AfD sollte man nicht wichtiger machen, als sie ist. Gott sei Dank ist sie in der politischen Stimmungslage auf dem Sinkflug, und sie tut auch alles dafür, dass sie auch keinen weiteren Zuspruch macht. Halten Sie weiter solche Reden, öffnen Sie den Menschen draußen die Augen, wo Sie mit Ihrer ideologiefreien Politik hinkommen. Sie können sich die Länder angucken, die Integrationsmaßnahmen eingestellt haben. Schauen Sie sich die Länder an, Frankreich. Da brennen in den Vororten die Autos. Warum? Weil es Politiker waren wie Sie, die gesagt haben, wir wollen keine Integrationspolitik. Das ist das Ergebnis, auf das wir zusteuern, wenn wir diese ignorante, radikale Politik, wie Sie sie hier machen wollen, durchführen. Wir wollen das nicht. Wir wollen ein soziales Zusammenleben. Auch Sie, Herr Lambrou, sollten im Vordertaunus daran interessiert sein, dass Ihre Autos nicht in Brand gesteckt werden, dass wir für ein friedliches Zusammenleben sorgen, dass die Menschen Teilhabe haben in dieser Gesellschaft und nicht, dass sie dorthin getrieben werden, dass sie nicht wissen, was sie mehr machen wollen, weil sie alles unterlassen haben, um diese Menschen zu integrieren in diese Gesellschaft. So, jetzt kommen wir zum wesentlichen Teil. Sie sind doch gar nicht so wichtig von der AfD. Sie sind doch gar nicht so wichtig, als dass Sie mehr als anderthalb Minuten meiner Redezeit aufbrauchen sollten. Sie sind doch eine Oppositionspartei, die wirklich nur zuspitzen will und radikalisieren und provozieren will. Sie sind doch weit davon, regierungsfähig zu sein. Sie arbeiten hart an Ihrem Ruf. Machen Sie weiter so. An uns kann es nur recht sein. Bald sind Sie unter der 5% und eine vergessene Partei. Das tut diesem Land vor allem gut. Wir haben also das Thema Einzelplan 08, meine sehr verehrten Damen und Kollegen. Damen und Herren, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie der Sozialpolitik in diesem Land aufgestellt wird. Unsere Leitlinien sind davon geprägt, dass wir einen zukünftigen sozialen Zusammenhalt wollen in diesem Bundesland, dass wir unsere größte Sorge gilt, dass wir noch eine Daseinsvorsorge für alle Menschen bieten können, dass wir der sozialen Gerechtigkeit, und das bedeutet für uns eine Teilhabe für alle und eine Chancengleichheit zur Teilhabe in dieser Gesellschaft garantieren wollen. Und ich mache jetzt schon relativ lange Politik. Ich gehe, glaube ich, in das vierte Jahrzehnt meiner politischen Arbeit. Und ich kann Ihnen sagen, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir einen Einzelplan haben in der Sozialpolitik, in der es keine Kürzung gibt. Das will ich einfach noch einmal erwähnen. Es ist für mich als Sozialpolitiker immer wieder auch wohltuend, dass wir hier nicht stehen müssen, um Kürzungen zu verteidigen, weil es die Einnahmen für dieses Land nicht mehr gibt. Sondern wir können froh sein, dass wir in diesem Bundesland leben, das gute Einnahmen hat und deshalb die soziale Infrastruktur auf dem hohen Niveau, das es hat, garantieren kann. Allein das ist eigentlich auch noch einmal eine Erinnerung wert, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Und obwohl wir nicht nur das Niveau halten, geben wir weitere Schwerpunkte aus. Und ich würde gerne zwei Punkte noch einmal
ins Auge nehmen. Wir haben unfassbar viele Mehrausgaben. Wer sich das noch einmal alles zu Genüge führen will, kriegt gerne auch noch einmal die Ausgaben, die das Hessische Ministerium für Soziale Integration zur Verfügung gestellt hat. Wer diese Papiere zur Kenntnis nimmt, kann nicht allen Ernstes so eine Rede halten wie Frau Gnadl. Nehmen wir nur die zwei Punkte der Kinderbetreuung. Noch nie wurde so viel Geld für Kinderbetreuung in diesem Land ausgegeben. Wir wissen, dass wir fast die 1 Milliarde Grenze kratzen. Es geht um Quantität, es geht mehr um Plätze, um Ausbau, es geht um mehr Qualität mit dem Gute-Kita-Gesetz und es geht tatsächlich auch um die Beitragsfreiheit. All das finanziert das Land mit, obwohl es eine kommunale Aufgabe ist. Es kann doch keiner ernsthaft bestreiten, dass das eine Rekordsumme ist, die den Kommunen zur Verfügung steht, damit wir unseren Anteil dort leisten an der frühkindlichen Bildung. Das kann doch keiner ernsthaft bestreiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was mich bedrückt ist, dass die Bundesregierung anfangs gut gestartet ist mit Frau Kollegin Giffey und das Gute-Kita-Gesetz in Gang brachte und dass ich gestern lesen musste, dass sie die zugesagte Finanzierung über die nächsten 3 Jahre hinaus aufgegeben hat. Und ich finde, um das mal beim Namen zu nennen, das ist ein knallharter Wortbruch. Sie ist hier in Hessen rumgeturnt, hat sich dafür feiern lassen für das Gute-Kita-Gesetz. Wir machen die Komplementärfinanzierung und wir werden sie alleine kompensieren müssen in 3 Jahren. Das finde ich wahrlich schändlich. Das ist knallharter Wortbruch, meine sehr verehrten Damen und Kollegen von der SPD. Also immer vorsichtig mit den wilden Pferden. Ich komme zu dem Punkt Kinderbetreuung, habe ich erwähnt. Das zweite Punkt, in der Pandemie ist klar geworden, wir brauchen eine gute Gesundheitsstruktur, eine gute Gesundheitspolitik, eine auskömmliche Krankenhausstruktur. Und dafür geben wir erhöhte Mittel aus für unsere Krankenhäuser auf nunmehr 290 Millionen, so viel Investitionsmittel, wie es noch nie gab in diesem Bundesland. Wir waren schon vorher im vorderen Drittel aller Bundesländer. Wir verbessern uns noch einmal. Ich finde, dass es ein gutes Signal ist. Wir haben hier eine Auflistung bekommen auf Seite 13, auch von dem Budgetbüro, auch das ist der SPD zugegangen. Dort können Sie noch einmal aufgelistet sehen, was alles geleistet wird. Eine Krankenhausfinanzleistung nach dem § 25 und 26 des Hessischen Krankenhausgesetzes, Förderung durch pauschale Mittelzuweisungen, Krankenhaus durch die Einzelbewilligung im Rahmen vom Krankenhausbauprogramm oder die Einzelbewilligung und Sonderprogramm für Darlehensfinanzierung, Krankenhausförderung, Strukturfonds und vieles anderes mehr. Und am Ende kommt raus bei 2021 389 Millionen Euro für die hessischen Krankenhäuser. Ich finde, das ist eine großartige Zahl und entbehrt sozusagen völlig, was Sie in Ihrer Rede gesagt haben, dass wir die Krankenhäuser irgendeiner Form alleine lassen, gerade in dieser Pandemie. Die hessischen Krankenhäuser sind gut aufgestellt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben erwähnt wurden viele, viele gute Initiativen, die wir gemacht haben. Ich finde, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist unser Auftrag. Und auch die Würde des Menschen, wenn er arbeitslos ist. Und deswegen sage ich auch noch einmal, wir sind stolz darauf, dass wir das Programm hier haben für den sozialen Arbeitsmarkt. Das war ein Einstieg in den sozialen Arbeitsmarkt. Wir hätten uns mehr Unterstützung gewünscht von der Bundesregierung. Die kam leider nicht. Aber wir helfen langzeitarbeitslosen Menschen wieder in den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu finden. Genauso wie wir bei der Würde des Menschen ist unantastbar, gilt genauso für Jugendliche, die keinen Abschluss haben. Deswegen haben wir eine Ausbildungsförderungsgarantie ausgesprochen und wir werden auch den Betrieben, die jetzt große Probleme haben in dieser wirtschaftlichen Krise, diese Ausbildung zu garantieren, werden wir helfen, weil wir wollen, dass jeder Jugendliche einen Abschluss macht. Bei der Schulgeldfreiheit, die Kollegin Ravensburg hat es auch schon gesagt, stellen wir 24 Millionen zur Verfügung. Und wir gehen auch bei den Menschen mit Sinnesbehinderungen mit 600 Millionen Euro, die wir eingestellt haben. 4.000 Menschen geben wir die Möglichkeit, ihre Situation angemessen zu verbessern, will ich mal sagen. Das sind keine Riesenbeiträge, aber es sind kleine Hilfen, das haben die Verbände auch gesagt, die uns schon helfen werden, wenn Taubblinde oder Gehörlose dadurch Kleinigkeiten oder technische Assistenzen kaufen können. Ich finde das richtig, für Menschen mit Sinnesbehinderung auch als Land Geld für die in die Hand zu nehmen. Bei den Maßnahmen für den ländlichen Raum stehen zusätzlich 3,4 Millionen zur Verfügung. Wir haben auch in den Etat nächstes Jahr eingestellt bereits, dass wir eine Landarztquote wollen. Die werden wir natürlich regel- und gesetzeskonform machen. Deswegen wird es entscheidend darauf ankommen, wie hoch diese Quote sein wird und wie wir sie flankieren, damit sie auch tatsächlich erfolgreich wird. Wir werden vor allem auch für die Frage der Hebammen, werden wir die Maßnahmen, die uns der Runde Tisch priorisiert, der Runde Tisch Hebammen, der hat dort Maßnahmen uns vorgeschlagen, er wird sie priorisieren und wir haben dort Mittel eingestellt, damit diese Hebammen
Förderprogramm auch in Kraft gesetzt werden kann. Wichtig ist, wir haben jedes Jahr 60.000 Geburten, davon sind mindestens also 60.000 Frauen betroffen und ihre Partner, macht 120.000. Wenn Sie noch die besorgten Großeltern dazu nehmen, reden wir über eine 250.000 Menschen, die sich jedes Jahr darüber Sorgen machen, dass das Kind gesund zur Welt kommt und dass die Mütter vorher und nachher gut betreut werden. Und deshalb wollen wir, dass es auch ein gutes Hebammenförderprogramm gibt. Und wir gehen den ersten Schritt nächstes Jahr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Sozialbudget ist auch schon angesprochen worden. Das Sozialbudget ist eine Zusammenfassung von 55 Förderprodukten, von 55 Maßnahmen und Programmen, die alle der sozialen Infrastruktur Hessens dienen. Damit werden die Ausgaben und die Strukturen planungssicher. Die Vereine und Verbände und Institutionen wissen, was sie die nächsten Jahre damit ausgeben können und dass sie von Kürzungen ausgespart werden. Dieses haben wir angetreten bei 70 Millionen Euro und haben es jetzt steigern können im Zuge der letzten Jahre auf mittlerweile 120 Millionen Euro Sozialbudget. Dieses Programm, dieses Budget ist bundesweit einmalig. Es gibt es in keinem anderen Bundesland. Ich finde, das ist vorbildlich, wie Hessen hier den sozialen Zusammenhang und die soziale Infrastruktur auch zukünftig gewährleisten will. Die Auflistung könnte noch um ein Vielfaches weitergehen. Ich will noch erwähnen, dass ich besonders stolz darauf bin, dass wir die Gemeinwesenarbeit, also was man früher soziale Brennpunktarbeit nannte, weiter aufstocken. Es gibt viele Stadtteile, die soziale Problemlagen haben. Wir wollen alles dafür tun, dass diese Stadtteile weiter ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Wir wollen alles dafür in unsere Kraftstehende tun, dass die Menschen dort miteinander reden, dass ihnen in ihren sozialen Notlagen geholfen wird. Dieses Programm ist vorbildlich. Wir werden das weiter aufstocken und weiter verstärken. Das alles hilft dem sozialen Zusammenhalt in unserem Bundesland. Wir haben also, ich möchte zusammenfassend sagen, dass wenn ich die Oppositionsreden höre, die Vorschläge dazu, sind sie in der Regel das, was Frau Ravensburg angesprochen hat auch. Wir machen unfassbar viel, wir geben unfassbar viel Geld aus, jetzt in dreistelliger Millionenbeträge mehr im Sozialetat. Und viele Vorschläge sind unbestritten von der Opposition. Alles, was die Opposition will, ist, dass es davon auch ein bisschen mehr gibt. Ich pflege dann immer zu sagen, wenn das alles ist, wenn das ja, bei der Opposition von der AfD, Sie wollen alles zusammenstreichen, weil Ihnen Sozialpolitik wurscht ist. Das ist natürlich eine andere Frage, aber mit Ihnen will ich mich ja gar nicht beschäftigen. Ich will ja, dass die demokratische Opposition also nur das vorschlägt, was wir eh schon tun. Die Regierungsfraktionen, wenn die Regierungsfraktionen das, was sie tun, die Opposition von der Opposition aufgefordert werden, das noch mehr zu tun, dann kann die Regierungspolitik nicht so falsch sein. Ich bin stolz darauf, auf unsere Sozial- und Gesundheitspolitik. Herzlichen Dank. Sie sind keine demokratische Opposition.